Hallo, mein Name ist Richard, ich bin Deutsch-Brasilianer und studiere derzeit in Rotterdam. Heute werde ich euch ein paar Fragen beantworten, wie es so ist, hier in der Hochschule zu studieren. Also ich habe verschiedene Gründe, warum ich mich hier für Rotterdam entschieden habe. Erstens ist die Hochschule sehr praktisch angelegt, das heißt, dass es viele Projekte gibt, die auf echtem Leben basieren. Und zweitens bin ich hier in einem sehr internationalen Umfeld. In meiner Klasse gibt es Leute, die aus der ganzen Welt kommen und ich finde es sehr wichtig, wenn man Business studiert, dass man mit Menschen von verschiedenen Kulturen und Hintergründen zusammenarbeitet. Das neue Programm ist so gestaltet, dass im ersten Jahr alle Studenten die gleichen Fächer haben. Es wird ein sehr breit gefächertes System geben, wo man Wissen von Marketing, Finanzen, Recht und auch Wirtschaft erfahren wird. Der Grund dafür ist, dass man damit seine Schwächen und aber auch Stärken herausfinden kann und sich somit dann für das zweite Jahr spezialisieren kann. Wie gesagt, ab dem zweiten Jahr muss man sich auf ein bestimmtes Gebiet spezialisieren und davon stehen verschiedene zur Auswahl. Man kann sich für Marketing spezialisieren, für Commerz, das heißt, dass man dann zusammen mit einer anderen Sprache das Studium macht, oder auch für Organization and Change, was heißt, dass man das innere Ablauf einer Firma näher kennenlernt. Und letztens kann man auch Supply Chain studieren, also sich dafür spezialisieren, wo man sehr viel mit Logistik zu tun hat. Ja, einer der Gründe, warum ich mich für die Hochschule in Rotterdam entschieden habe, ist, dass man die Möglichkeit hat, mehrmals im Studium zu reisen. Im dritten Jahr geht man zum Auslandssemester, wo man sich von den jeweiligen Partneruniversitäten und Partnerhochschulen entscheiden kann, wo man ins Ausland geht. Und im vierten Jahr wird man ein Auslandspraktikum machen, den man aber auch, wenn man will, in den Niederlanden machen kann. Also, es handelt sich um ein Vollzeitstudium, das heißt, dass man pro Woche 40 Stunden in der Hochschule verbringt. Mein Tagesablauf sieht so aus, ich wache auf, habe mein Frühstück und dann mache ich mich fertig für die Hochschule. Dann nehme ich natürlich mein Fahrrad, wie man weiß, Holland ist typisch für und bekannt für Fahrräder, also nehme ich mein Fahrrad mit zur Universität. Das Studium fängt ungefähr um 9 Uhr morgens, aber auch manchmal um 10 Uhr an und da habe ich meine erste Klasse. Jede Klasse ist 90 Minuten lang und man hat zwischen denen 15 Minuten lang Pause. Als die Klassen dann vorbei sind, trifft man sich dann mit seinen Kollegen und arbeitet an Projekten, die man für die Universität machen muss. Wenn das dann fertig ist, hat man Zeit, sein Studiumleben zu genießen. Und als Rotterdam sehr multikulturell ist, gibt es sehr viele verschiedene Dinge, die man hier machen kann. Es gibt viele Restaurants, viele Bars und auch viele Aktivitäten, die wir unternehmen können. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass ihr eure Neugierde mitbringen sollt und Motivation. Und das Wichtigste natürlich ist, dass ihr euch bei der Hochschule informiert, wann die Fristen sind, damit ihr alle Dokumente rechtzeitig einreichen könnt.